Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Genesis. Ja, wundert euch nicht, der Hintergrund ist heute etwas interessant. Es ist Valentinstag und es kam ein Love Week Update in Ark. Und es hat mich Stunden gedauert, es zu installieren. Aber gut, wir gehen jetzt einfach ganz normal in unsere Welt rein und ich würde sagen, ab dafür. Okay, Leute, da sind wir in-game. Ich habe den Texturen gerade mal noch ein bisschen Zeit gegeben, richtig zu laden. Die wollten nämlich gerade wieder nicht. Und hier taucht natürlich auch erstmal direkt wieder ein Insektenschwarm auf. Aber gut, was wollen wir diese Folge anstellen? Ich hatte ja gesagt, wir bauen entweder die Base ein bisschen aus, oder ich stiefel direkt los und hole mir ein paar Dinos. Die Frage ist halt, ich muss mal schauen, wie viel Narcotics habe ich denn jetzt? 32. Und 10 sind noch in der Mache. Das heißt, 42 Narkopfeile, das könnte eigentlich schon reichen für ein paar Viecher. Von daher, ich wollte sowieso mal ausprobieren, ob man sich mit seinen Kreaturen auch hin und her teleportieren kann. Das würde ich jetzt so vielleicht nicht unbedingt mit She-Ra machen. Und bei den Stegosauren, da bin ich mir nicht so sicher, weil die sind einfach wirklich schon sehr groß. Ich würde es vielleicht mal mit einem Raptor probieren, ob das funktioniert, ob man sich mit dem zusammen teleportieren kann. Notfalls würde ich auch nochmal nachgucken, ob ich mich TPen kann, wenn ich ihn reite. Das glaube ich nämlich noch am ehesten, dass das funktioniert. Bei dem Rest bin ich mir nicht so sicher. Ich habe da nämlich noch was vor, aber dafür müsste ich wissen, ob ich die Dinos mit in die anderen Biome TPen kann. War das hier gerade noch ein Moshops oder was ist da? Ach so, Uschi, dich gibt's ja auch noch. Mensch, dich hätte ich ja fast vergessen, weil du jetzt überhaupt keinen Nutzen mehr erfüllst. Du wurdest ja ersetzt durch Stegi. Nicht böse sein. Ja, es ist Valentinstag. Komm. Okay, ja, dann würde ich das jetzt wirklich einfach mal so machen. Ich muss ja jetzt eh warten, bis ich wieder verrottetes Fleisch habe. Von daher kann ich mir jetzt auch einfach direkt irgendwelche Dinos farmen gehen. Vielleicht holen wir uns auch mal ein paar Baryonyx oder so. Aber ich würde tatsächlich erstmal mit einem Raptor beginnen. Einfach, um es mal auszuprobieren, wie ihr sagt. Ein Raptorsattel bräuchte ich dafür noch. Da brauche ich einfach nur ein bisschen Leder. So, dann stelle ich den gleich her. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Es wäre auf jeden Fall geil, wenn... Und dann muss auf jeden Fall die Base noch ein bisschen ausgebaut werden, weil das geht ja gar nicht. Jetzt bleibt einfach bloß noch zu hoffen, dass mir ein Raptor über den Weg läuft. Am besten einer vereinzelt, das würde die Sache ein bisschen vereinfachen. Habe ich jetzt eigentlich Fleisch mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Dann gehen wir wohl mal auf die Suche, würde ich sagen. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Stegos unterwegs. Ich habe jetzt schon 2 gesehen, seit ich in der Welt wieder bin. Da hinten ist auch immer noch ein Bronto, aber von denen halte ich mich jetzt auf jeden Fall fern, denn Brontos da, ja, habe ich üble Flashbacks. Und da habe ich nun wirklich keinen Bock drauf. Das Dumme ist bloß, die Raptoren sind irgendwie weg. Also hier waren ja mal übel viele. Okay, da ist ein Iguanodon, der stuck ist. Ich werde dich mal von deinem Leid erlösen. Okay, das ging fix. Raptor kann ich nämlich auch gut gebrauchen, wenn ich nachher mir wirklich einen Direwolf holen will. Die sind ja in Rudeln unterwegs und die sind auch relativ schnell. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn man einen Raptor hat, den dann ultra auf Bewegungsgeschwindigkeit und Gewicht skillt. War das ein Dilo? Ja, es war ein Dilo. Weißt du was? Dich knüppel ich kaputt. Und du wirst mein zweites Haustier. Ey, fall um jetzt. Sehr schön. Jetzt muss wieder ein Stegosaurus. Hier steht jetzt zum Beispiel wieder nur Stegosaurus und nicht X. Weiß nicht, ob das groß was ausmacht. Da hinten ist auf jeden Fall ein Kano. Den könnte man sich natürlich noch holen. Aber Fokus ist gerade auf Raptoren immer noch. Raptor. Irgendwo ein Raptor. Da ist ein Krokodil. Das will ich nicht. Ich will einen Raptor. Einen Raptor. Nur einen Raptor. Ui, Raptoren. Es ist eine ganze Menge. Aber hier ist auch schon wieder so ein Kack-Krokodil. By the way, könnte ich auch mal die Blinde ein bisschen nachladen. Und eine Shotgun sollte ich mir auch so bald wie möglich zulegen gegen die großen Viecher. Weil da hilft mir die Flinte jetzt auch nicht viel. Hier ist jetzt zum Beispiel wieder ein Baryonyx und da drüben ein Kano. Kommt auch schon wieder so ein Sarko. Aber der haut schon rein, der hat keinen Bock. Oder? Nee, war nur sein Wendekreis. Junge, lass mich in Ruhe. Ich hab gar keinen Bock auf dich. Zieh Leine.
So. Sie lernen es einfach nicht. Sie können auch einfach mal kein Nein akzeptieren. Und jetzt aber, jetzt hole ich mir die Raptoren. Es wäre schön, wenn ich die irgendwie getrennt kriege. Weil alle zusammen könnten mir doch schon ein bisschen Schaden an meiner Rüstung anrichten. Die hat jetzt nämlich schon wieder gut was abbekommen. Hier, guck mal, der da. Der hat doch bestimmt Bock. Du da, ey. Psst, psst. Komm mal her. Jawohl. Da haben sie schon Lust. Los, leg dich hin. Ja, die machen schon gut Damage. Oh ne, jetzt kommt auch noch ein Sarko dazu. Kommt schon. Nein, meine Rüstung ist im Arsch. Nein. Oh, warum schlucken die denn jetzt mit einmal so viele Narko-Pfeile? Also wirklich. Ich find's bloß ein bisschen schade, dass meine Rüstung so schnell kaputt geht. Die hält ja wirklich gar nichts aus, die Flak-Rüstung. Also die schützt zwar gut, aber ihre Haltbarkeit ist halt so für den Arsch. Brauch mal ein bisschen Übersicht hier. Verpissen die sich jetzt? Nee, die sind immer noch da. Dass die Viecher dann auch immer um meinen scheiß Rucksack patrouillieren müssen, das finde ich ein bisschen ätzend. Die könnten sich doch auch einfach verpissen jetzt. Die haben keinen Grund mehr da zu bleiben. Ich habe halt gerade gar keine Rüstung, ne? Ich kann da jetzt nicht viel machen. Wäre halt geil, wenn die Armbrust ein bisschen schneller geladen werden könnte. Vielleicht wäre bei Narcotics sogar wirklich der Bogen besser. Ja, hier ist gerade viel zu viel los. Guck mal, da der Sarko hat doch schon wieder Bock auf mich. Das ist gut, dann kann ich ihn von den Raptoren weglocken. Junge, Dilo, ich habe jetzt gar keinen Bock da drauf. Geh bitte. Stegi, mach ihn mal weg. Guck mal, hinter dir, da ist ein Fleischfresser. Ja, genau. Genau den meinte ich. Mach den weg. Ey, warte mal. Den hier auch. Stegi. Wow. Aua. Ah, Alter. Lass mich in Ruhe. Junge. Ich wollte hier keinen Stress, ja? Ich brauchte nur mal einen Stegosaurus als Streitschlichter. Okay, der rennt genau in meine Richtung. Das ist sehr ungünstig. Aber ich komme an meine Sachen ran. So, und jetzt schnell weg, bevor die Raptoren mich bemerken. Ich hole mir jetzt mal einen Bogen. Ich glaube nämlich, der ist besser. Der kann, glaube ich, schneller spannen als die Armbrust. Das werde ich gleich nochmal in der Praxis ausprobieren. Weil mit der Armbrust, die hat zu lange Intervalle. Da brauche ich auf jeden Fall den Bogen. Dann kriege ich die, glaube ich, auch gezähmt. Ich meine, ich könnte theoretisch auch mit Stegi dahin reiten, dass er so ein bisschen die Agro auf sich zieht. Aber ich habe keinen Bock, dass der gekillt wird. Weil im Rudel machen die Raptoren schon ordentlich Damage. So. Der geht, glaube ich... Ja, ich glaube schon, dass der schneller gespannt wird als die Armbrust. Ich werde es gleich einfach ausprobieren. Okay, meinen komischen Dilo, den muss ich nachher auch noch abholen. Den sollte ich da mal nicht vergessen. Ich pfeife den mal ran. Der ist Level 53. Komm mal her hier. Ich will mal gerne deine Skills angucken. Oh Gott. Ja, schön deine Aggro auf mich richten. Okay, mein Dilo hat den ordentlich ausgeweidet. So, du wirst erstmal volle Kanne wieder auf Leben geskillt. Ey, der kriegt Prime Meat? Ich dachte nur T-Rexe und sowas kriegen Prime Meat. Oder hängt das vom Vieh ab, was gekillt wird? Wahrscheinlich, ne? So, du kommst jetzt mal mit. Dich bringe ich erstmal noch nach Hause. Du bist nämlich schön High Level. Du kannst dich zu She-Ra gesellen. Dann kümmere ich mich jetzt um die Raptoren. Hoffentlich. Na, wo sind die Raptoren? Sind die wieder zurückgegangen? Ah, hier sind sie. Ja, das geht viel schneller. Er macht halt nicht viel Schaden, aber wir gehen ja gerade auch nicht auf Schaden. Wichtig ist ja nur, dass sie ohnmächtig werden. Sie sollen ja nicht sterben. Weil ihr könntet jetzt aber wirklich mal langsam ohnmächtig werden, ne? Alter, der ist Level 37, jetzt hör auf. So, jetzt nicht den Stego treffen. Okay, einer liegt schon. Los, kipp um.
Wäre ja wohl auch ein Witz gewesen, wenn der jetzt nicht umgefallen wäre. Okay. Jeder von euch kriegt Fleisch ins Inventar. Und dann möchte ich, dass ihr euch meiner Truppe anschließt. Meine Rüstung ist wirklich schon wieder fast im Arsch. Das waren nur 3 Raptoren, die gerade ein bisschen auf mich eingeprügelt haben. Und sie ist schon fast wieder kaputt. Also doll was aushalten tut die Flak-Rüstung definitiv nicht. Eigentlich kann ich denen auch mal Prime Meat reinlegen. Dann kriegen die, glaube ich, einen höheren Level. Genau. Das Benennen mache ich dann später. So, Level 37, Level 22 und Level 50. Sehr schön. Okay, dann kommt mal mit, Jungs. Wir ziehen durch. Ich nehme mal den Level 50er und rüste den mit einem Sattel aus. So. Na klar, ich bin zu schwer für ihn. Och nö. Ey, kommt, hört auf jetzt. Gut, ich bin immer noch zu schwer. Sie haben nicht genügend Gewicht. Ich würde sagen, ich bringe sie erstmal einfach nach Hause. Ist wahrscheinlich das Beste, was ich jetzt erstmal machen kann. Okay, so, dann gucke ich mir mal eure Stats an. Ja, Gesundheit ist ziemlich am Arsch bei dem. Dafür hat er guten Nahkampfschaden. Gewicht ist natürlich auch sehr schlecht. Der Level 50er hat Gesundheit sieht bei ihm auch nicht so rosig aus. Müssen wir alles auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Auf jeden Fall auch Gewicht. Das skill ich gleich mal rein. Das ist jetzt aber der 38er. Ich wollte eigentlich den Level 50er. So, der Level 22er ist auch auf jeden Fall Level... Junge, ach, hier steht da alle so hässlich ineinander. So, Level 22er, der kriegt mal ein bisschen Leben. Ihr kommt alle mal nach drin. Mensch, das hat sogar mal problemlos geklappt. Okay, dann kann ich es jetzt endlich ausprobieren. So, wo ist denn mein Level 50er? Hier, der ist sogar wieder Level up. Heißt, der kriegt nochmal ein bisschen Gewicht. Und dann packe ich erstmal unnötigen Stuff weg und probiere dann mal das mit dem TPen aus. Mache ich dann am besten einfach auf die komische Meeresinsel da. Da eignet sich das, glaube ich, am besten. So, HLNA, komm mal her. Geht jetzt nicht, oder was, wenn ich auf ihm drauf sitze? Ja, wo ist sie denn jetzt? Da. Okay, so, du folgst mir. Kann ich nicht auch auf ihm drauf sitzen und mich dann TPen? Ey, das scheint nicht zu gehen. Okay, ich werde es trotzdem einfach mal probieren. Nach Ozean. Und wenn ich mich jetzt auf ihn, draufsetze, wird er dann mit teleportiert? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde es auf jeden Fall fühlen. Okay, ich wurde schon mal abgesetzt. Das ist kein gutes Zeichen. Da sind wir. Genau richtig. LOL. Okay, die wurden alle mit TP'd. Also es funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert nur nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Holy crap, nein, ich wollte nicht, dass alle mit TP'd werden. Scheiße. Okay, also ich muss sie dann immer in einen bestimmten Bereich stellen und dann kann ich die da mitnehmen. Alles klar, das ist gut zu wissen. Dann hoffe ich nur mal, dass wir jetzt irgendwie wieder nach Hause kommen. Denn wir sind jetzt wirklich sehr weit. Wir spawnen ja jetzt wieder irgendwo. Aber diesmal haben wir ein paar Raptoren dabei. Leider jetzt auch die los. Ich hoffe, die sterben unterwegs nicht. Die würde ich nämlich schon ganz gerne behalten. Da sind wir. Oh! Genau richtig. Nee, Alter, wir spawnen direkt in einem Sarko. Oder ein Caprosuchus. Nee, es war ein Sarko. Ja, aber die Raptoren haben ihn übel zerbumst. So, der hier muss gleich mal wieder ein bisschen auf Gewicht geskillt werden. Ja, komm, freu dich schneller zu Ende. Oh nein, noch mehr Raptoren. Oh shit. Nein, bitte nicht. Och komm. Och komm. Och nein, jetzt werden die alle weggefickt. Och Mann. Och, das ist doch scheiße. Och Mann, das ist doch scheiße. Oh. Ich bezeichne das tot durch Missgeschick.
Gut, das ist scheiße gelaufen. Das ist sehr scheiße gelaufen. Alle sind wieder tot. She-Ra und der andere Dilo sind auch tot. Ja, gut. Werde ich mir die halt wieder neu farmen. Ist jetzt halb so wild. Aber es kostet mich wieder sehr viel Zeit. Ich werde es für euch jetzt mal zurecht cutten. Ich werde mir eben schnell mein ganzes Equipment neu machen. Und, ja. Dann wenigstens wissen wir jetzt, dass wir die Dinos mit TP'en können. Allerdings, ja, finde ich es schon sehr scheiße, dass jetzt meine Dilos tot sind. Um die Raptoren ist es mir jetzt gar nicht mal so schade, die kann ich jederzeit neu farmen. Aber die Dilos, die waren schon echt nice gelevelt, aber na gut. Man kann nicht alles haben. Okidoki, dann schnappe ich mir jetzt mal mein ganzes Metall hier und crafte mir eine neue Flinte. Und den ganzen anderen Schmarrn. So, dann gucken wir gleich mal, kriegt Stegi eigentlich auch Fasern raus? Ne, kriegt er tatsächlich nicht. Er sammelt nur Bären. Okay. Ja, dann haben die Moshops doch noch eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich Fasern sammeln. Denn Stegi, der kann das anscheinend nicht. Naja, gut zu wissen. Okay, die Armbrust werde ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr neu machen. Sondern werde einfach nur noch einen Bogen und eine Flinte nehmen. Weil die Armbrust hätte ich wahrscheinlich jetzt sowieso nur noch für Nahkampfpfeile benutzt. Und da kann ich auch einfach den Bogen für nehmen. Sind wir ehrlich. Okay, jetzt brauche ich bloß Fasern. Ich hoffe mal, dass mein Moshops hier in der Nähe noch am Leben ist. Den habe ich ja jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren. Der war auf jeden Fall hier unten irgendwo. Spricht schon mal nicht ganz für ihn. Das Ding ist halt, meine ganze Munition ist jetzt natürlich auch weg, ne? Ich gehe einfach immer mal davon aus, dass er gestorben ist, weil er, ne? In diesem Gebiet hier überlebten Moshops nicht lange. Ach nö. Ist da schon wieder so ein Vieh und ich habe keine Ausdauer. Junge, wenn du was willst, geh zu wem anders. So, was hat's dir gebracht? Was hat's dir gebracht, Arschloch? Hä? Belastend. Okay, ich finde den Moshops nicht. Ich werde jetzt einfach ein paar Fasern so farmen. Sollte auch gehen. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass Stegi auch Fasern farmen kann, aber na gut. Er kann es anscheinend wirklich nicht. Er kriegt alles raus außer Fasern. Also bräuchte ich eventuell noch einen Farm-Dino für Fasern. Aber einen Moshops kann ich hier halt auch nicht ewig rumlaufen lassen, weil der stirbt halt. Oder er ist, weiß ich, wohin gewandert. Ich kann ja mal ganz kurz nachgucken, ob er gestorben ist. Okay, er steht hier aber nicht drin als gestorben. Ah, vielleicht geistert er hier irgendwo rum. Irgendwann werde ich ihn schon wieder finden. Und jetzt brauche ich halt wieder Munition für die Flinte. Metall habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr so viel, weil es jetzt nicht mehr alles geschmolzen ist. Aber, naja. Ich kann halt mein Inventar theoretisch immer noch holen. Aber da sind halt verdammt viele Raptoren, ne? Hier ist auch gar nicht mehr so viel Metall drin, tatsächlich. Ich glaube, ich müsste nochmal ein bisschen farmen bald. Und das alles nur, weil ich das mit dem TP'en ausprobieren wollte. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich alles in dem Gebiet dann mitkommt. Aber, na gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Okay, wisst ihr was? Ich werde doch gleich mal die Shotgun lernen. Dann habe ich nämlich gleich auch was gegen die großen Viecher. So, was brauche ich für die Shotgun? Okay, hält sich einigermaßen in Grenzen. Dann brauche ich jetzt bloß noch Munition. Okay, ich brauche viel mehr Schießpulver. Dann werde ich in der Zwischenzeit wohl schon mal ein paar Feuersteine farmen gehen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie ich meine Rüstung verbessern kann, sodass die mehr aushält? Das würde mich mal interessieren. Könnte ich auf jeden Fall gebrauchen. So, 93 Schießpulver. Ich hoffe, damit kriege ich nochmal ein bisschen Munition raus. Waffen, Munition. Dann mache ich mal 5 von den komischen Kugeln hier. Und dann mal gucken, wie viele Shotgun-Kugeln ich rauskriege. Okay, 5 Stück. Ist jetzt nicht viel. Aber Shotgun-Muni ballert schon echt gut rein. Mache ich nochmal ein bisschen was für die Flinte.
Und jetzt habe ich schon wieder kein Schießpulver mehr. Also Bedarf an Schießpulver habe ich auf jeden Fall. Ich werde noch ein bisschen mehr von den Feuersteinen holen. Kann das hier noch rein? Zündpulver. Ja, zuerst das ganze Schießpulver noch, dann Zündpulver hinterher. Holzkohle muss auf jeden Fall auch damit rein. Davon haben wir leider gar nicht mehr so viel. Heißt, das mit dem Schießpulver hält sich auch noch in Grenzen. Aber sobald ich ein bisschen was an Vorrat habe, reicht mir das eigentlich auch schon. Ich will einfach nur eine gute, gesunde Menge an Munition haben. Reicht leider wieder nur für 3 Shotgun-Kugeln. Beziehungsweise Shotgun-Patronen. Jetzt könnte ich mir halt nochmal normale Munition machen oder ich probiere nochmal Shotgun-Muni. Ich glaube, Shotgun-Muni ist wirklich wichtig. Hat ihr gesehen mit der Flinte? Wenn da so ein Rudel Raptoren vor mir ist, nützt mir die Flinte auch nicht viel. Da brauche ich dann schon eine Shotgun. Und dann wäre es natürlich auch praktisch, wenn man Munition dafür hat. So, jetzt haben wir 12 Schuss für die Shotgun. Könnte erstmal reichen. Ich mache nochmal 2 Patronen für die Flinte. Dann bin ich, glaube ich, wieder ganz gut aufgestellt. Ich muss mir nur noch überlegen, wie ich das jetzt mit dem TPen mache. Ich muss gucken, wo genau man immer rauskommt. Denn dann würde ich mir in der nächsten Folge tatsächlich nochmal probieren, Viecher zu holen. Allerdings, naja, das werde ich euch in der nächsten Folge erzählen, was ich da vorhabe. Denn diese hier hat wahrscheinlich schon wieder Überlänge. Ich weiß nicht, wie ich es zusammengecuttet habe. Kann sein, dass die Folge heute ein bisschen kürzer ist. Vielleicht auch nicht. Das seht ihr ja dann. Naja, wie auch immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.